Ja, in diesem Gebiet gibt es Alarmglocken. You don't say, wa? Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Unity. Das letzte Mal war ja ein bisschen fail, die Folge. Wir haben da ziemlich viel Scheiße gemacht. Und haben auch einmal richtig fett aufs Maul gekriegt. Boah, oh, da hätte ich fast den dritten auch noch gekillt. So, das wär's, oder? Ich würde sagen, ja. Haben wir 2000? Haben wir 2000 bekommen? Warte mal kurz. Ne, das war voll, oder? Wo sehe ich denn das Geld? Sehe ich das hier irgendwo? Nee. Nee, wir haben keine 2000 bekommen. Wir haben 2000 insgesamt. Na, scheiße. Das ist ja klasse. Okay. Ich habe immer noch nicht geschaut, wo ich diese Assassinenpunkte da bekomme. Wie heißen die Dinger nochmal? Geben sie Sync. Sync-Punkte. Ah, kommen sie in der Story voran und neue Fähigkeiten. Ah, Story, okay. Story, und wo wir gerade bei Story sind, machen wir doch mal gleich mal die Story weiter. Nein, nicht Ruhe. Ich will... Ja, Schnellreise. Ja. Einmal Schnellreise, bitte. Zum Mitnehmen. Als Maxi-Menü. Ohne Pommes. Ja, irgendwie muss man die Ladezeiten ja überbrücken, ne? Also von daher... Palais de Justice. Wo ist denn dieser... Da ist er. Da ist er... Frage ist bloß, wie komme ich da rein? Für die Truhe, meine ich. Ne, die Truhe ist weiter oben. Ach du Scheiße, da oben ist die. Dann müssen wir da jetzt wohl nochmal hoch. Weil die Truhe hätte ich dann schon gern. Wenn ich sehe, wie viel Geld wir brauchen. Aber da wird es bestimmt auch wieder ein Wirtschaftssystem geben. Hier bei Unity. Na komm. Der macht den Klettersprung auch bloß alle heiligen Zeiten, kann das sein? So. Dann öffne mal bitte. 100 Wetten? Oder 150? Ne, 100. Ja. Hab ich richtig gehabt. So. Einmal bitte da hoch, ohne dass der Typ uns sieht. Und dann da hinten irgendwo hin. In diesem Gebiet gibt es Alarmglocken. Ah, Hallöchen! Das ist eine schwierige Mission. Könnt ihr mich verarschen? Der andere war auch Schwierigkeitsgrad 2 und ich habe ihn auf die Fresse bekommen. Na, schauen wir mal. Wir können das Ding ja öfter machen. Wie heißt die Mission? Die Mission? Schwing deinen Arsch in Position und stell keine Fragen, Pisspot. Stets zu Diensten. Die Missionsschwierigkeit wird durch Diamanten repräsentiert. Je mehr Diamanten, desto schwieriger die Mission, desto stärker die Gegner. Der Spiellevel wird ebenfalls durch Diamanten repräsentiert. Diamanten, desto höher ihr Level, wenn die neuen Fähigkeiten besser aussehen, erhöht sich ihr Level. Aha. Wir haben Level 1. Also das heißt, es ist scheiße, dass wir das jetzt irgendwie machen. Weil wir dafür noch nicht vorbereitet sind. Also das ist ja kackies. Dann muss ich mal ganz schnell gucken, ob ich irgendwas bei der Charakteranpassung machen kann. Bei der Ausstattung vielleicht. Mit dem Kopf. Das könnte ich kaufen. Vielleicht, wenn wir das Ding kaufen. Das hat mehr Gesundheit. Na, dann erhöht sich ein bisschen die Gesundheit. Das wäre schon mal ganz gut. Okay, wie schaut's mit den anderen Sachen aus? Wir haben noch nicht so viel Geld, deshalb können wir wahrscheinlich nicht so viel... Oh, was haben wir hier denn? Na,
Dich hole ich mir doch, auch wenn es richtig scheiße aussieht. Aber das ist jetzt wahrscheinlich vonnöten erstmal. Am Anfang. Damit wir ein bisschen mehr Gesundheit kriegen. Okay, jetzt wäre natürlich eine Phantomklinge richtig geil. Die Wachentypenblocke sabotieren. Leute, ich muss da erstmal rundherum. Ich habe einen Plan. Ich will da jetzt ungern gesehen werden. Was ist das für ein Typ? Okay, der macht nichts. Scheiße. Oh, gut, okay. Ja, in diesem Gebiet gibt es Alarmglocken. You don't say, wa? Okay. Oh, fuck. Okay. Leute. Dann kommt jetzt mal hierher. Ja, aber warte mal, sie haben mich ja da hinten zum letzten Mal gesehen. Also werden sie jetzt wahrscheinlich dahin kommen. Huhu! Ist da wieder einer aus dem Bissett? Ah, schön. So, looten wir den schnell nochmal. Was für ein Witz! Der Justizkammer nicht entkommen! So, jetzt. Nein, nicht Deckung verlassen. Deckung. Ah, fuck it. Ach Gott, ja, die Alarmglocke habe ich vergessen. Scheiße. Okay. Komm her. Du wirst nicht lange überleben, schön. Die Alarmglocke hat irgendwie nix ausgelöst, finde ich. Also, ja, da, also, das war ja für ein Arsch eigentlich. Dass sie die geläutet haben. Sir Guillaume de Roussel hat gütigerweise unserem Preis von 40% zugestimmt. Eine Verzweiflungstat. Und der Priester? Das wird schon werden. Eure Zuversicht ist ansteckend, Siver. Meine Leute werden den Wagen bereithalten. Hier sind die Details. Seht zu, dass es glatt läuft. Entendu. Seht zu, dass es glatt läuft. Kretter. Wann habe ich... Hilfe! Mörder! Diese Bastarde Mörder! Leibwachen. Und? Tschüss. Nächstes Mal erledige das, bevor einer losschreit. Warum verweilen wir hier, solange dieser Siver noch lebt? Er tötete Monsieur de los Herres. Geduld. Siver ist nicht unser Ziel. Nicht heute. Komm schon. Der Rat wartet auf unseren Bericht. Oh, ach so. Wir sollen den Typen looten. Okay. Und jetzt? Oh. Drücken Sie, um Rauchbomben auszuwerfen. Haben Sie ausgedrückt, um diese zu werfen? Ja. Mach ich. Mit einer Menge Bastarde. Gib ihnen eine Ruhe. Versuch du wegzulaufen. Ja, ich versuche wegzulaufen. Wie kann denn der jetzt 250 Meter entfernt sein? Ach so, nee, die Tussis. Ach, scheiße, da habe ich nicht gerechnet. Oh, shit. Oh, shit. Okay, jetzt aber. Da hoch, bitte, einmal. Was? Der kommt da nicht hoch. Jetzt aber. Na, komm weiter. Hoch, 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 wo ist denn der Typ? Wo ist denn der? Wo ist denn der hin? So eine Scheiße. Leute, wo ist denn der hin? Das ist die Herzogin da drüben. Ach, da. Der grüne Punkt. Mein Gott. Der grüne Punkt. So. Wir müssen hier irgendwie runter. Nicht verlassen. Ja. So. Dahinter irgendwo.
Sie sehen mich, aber warum wissen Sie, dass ich... dass Sie nach mir suchen müssen? Okay, Sie könnten vielleicht irgendwas... erfahren haben von jemand anderes, aber naja. Und zwei... die haben sich schon nach mir umgedreht. Wow, das war knapp gerade. Mit jedem an. Sie dürfen uns nicht bemerken. Halten wir sie nicht auf? Aufhalten. Ausweichen, das spielt keine Rolle. Es kommt immer ein Fanatiker nach. Du kannst nicht jeden retten, Pisspot. Welch äußerst tröstlicher Gedanke. Ja, dürfte ich mal? Extremisten in Rot schikanieren die Bevölkerung. Sie werden von den Templern bezahlt. Die Extremisten können sie erkennen und sie überall in der Stadt angreifen. Vorsicht, Leute, Remy hat das kostenlos Leiche in einem Innenhof nicht weit von hier entdeckt. Mit aufgeschützter Kehle. So. Gucken wir den schon mal. Und dann weiter. Auch da. Und hinter dem Typen her. Ich hab wieder vergessen, wie der heißt. Belek oder irgendwie so. Pass auf, dass du dich nicht überanstrengst. Ja. Wo ist er? Ne, da nach links ist er. Ja, geht auch. Ich werde noch laufen, wenn du längst tot bist. Na ja, komm hoch. Ja, es ist... Wo will denn der hin? Mal schauen. Ach, der will da einfach durch. Okay, jetzt außen rum. Ja, warte halt mal auf mich, Herrschaftszeiten. Bin Novize. Ich bin aufgestiegen. Ich bin Elite-Rekrut. Oder so. Also steht zumindest da links oben. Naja, ich bin noch nicht so schnell wie du. Gut. Vielleicht bin ich das auch später nicht. Aber wer weiß. Ist schon da drüben. Ja, komm, weiter. Oh, darüber auf das Seil. Und runter auf die Straße. Was? Wachen im Blau greifen Extremisten in Rot immer als Erste an. Vermeiden sie selbst Angriffen, anzugreifen und Konflikte vorzubereiten. Okay. Ja, das haben sie mir ja schön früh gesagt. Okay. Wir müssen da runter. Und ich glaube, das in Richtung Untergrund. Da treffen wir Sivere nach einem Jahr und du lässt ihn gehen? Nur weil sein Name nicht auf einem verdammten Papier stand? Es ist die falsche Zeit. Zu viele Variablen. Zu viele Unwägbarkeiten. Und wenn wir ihn wieder verlieren? Er wird morgen in Notre Dame sein, wenn er sich an den Plan hält, den wir fanden. Das hättest du eher sagen können. Achso, ich muss öffnen. Naja, scheiße, ich hätte das Gespräch noch mit angehört. Welche Freude, Arno. Sie können Ihre Geräte, Munition und Medizin in Geschäften auffüllen. Geschäfte findet man oft in der Nähe von Schnellreisestationen oder spüren Sie weiter. Hör auf, indem Sie Aussichtspunkte synchronisieren, um mehr von der Karte aufzudecken. Was passiert als nächstes? Wir bringen dieses Buch mit den Templardaten zu Mirabeau, der wie gewohnt nichts damit anfangen wird. Du scheinst ihn nicht sonderlich zu mögen. Er ist Politiker. Er sieht sich als großen Friedensstifter. Er glaubt, er könnte den Krieg zwischen Assassinen und Templern beenden, die Revolution zu einem glücklichen Ende bringen und Hunde und Katzen friedlich zusammenleben lassen. Und das ist schlecht? Es ist ein selbstgerechtes Hirngespinst. Die Zöllner Frankreichs können wieder beruhigt schlafen. Apinon ist tot. Gefangene Adlige zu verhören, scheint etwas untypisch für ihn. Was haben die Templer nur vor? Hätten wir uns nicht von diesem Waffenstillstand einlullen lassen, wüssten wir es jetzt.
Er hat recht, Honoré. Der Waffenstillstand bestand mit Großmeister de la Saint. Der Mann starb vor 2 Jahren. Wer immer nun das Sagen hat, seid sicher, dass er nicht untätig ist. Wir wüssten vielleicht mehr, hätten wir Sivert nicht entkommen lassen. Sivert war dort? Ich weiß, euer Herz will gern den Frieden wahren. Doch brächten wir Monsieur de la Saints Mörder zur Strecke, wäre das auch etwas wert, oder nicht? Ja, wäre es. Doch verwechsle deine persönliche Vendetta nicht mit einem durchdachten Plan. Wenn er Templer töten will, lass den Templer töten. Ich habe ihm alles beigebracht. Er ist bereit. Also dann, Assassine. Begib dich zur Notre-Dame de Paris und finde dort den Templer-Agenten Charles Gabriel Sivert. Ergründe sein Geheimnis, und ist dir das gelungen, bringst du ihn zum Schweigen, im Einklang mit unseren Regeln. Erinnerung abgeschlossen. Wir haben 2 von diesen Dingen bekommen. Und wir fahren fort. Schlüssel sie fort, zu spielen. Ja, ich will es aber nicht nochmal erneut spielen. Okay. Die nächste Hauptmission wäre dann, diese gegen Sivert, die sich dann gegen Sivert richtet. Aber ich schaue vorher nochmal kurz auf die Karte. Hier wäre es jetzt vielleicht, also Notre Dame ist da hinten, genau. Was ist das denn? Das Café Théâtre. Ach so, ja. Ach, das ist, das Café Théâtre. Ist ein Punkt für uns, an dem wir uns sozusagen sammeln können. Das ist sozusagen unser Lager. Also für Arno. Nicht das Assassinenlager, da sind wir jetzt gerade drin. Beziehungsweise gehen jetzt gerade raus. Aber ja, hier, Bruder. Es werden Köpfe rollen. Nee, will ich, aber jetzt. Warte. Ich kann die zwar alleine machen. Ach komm, lassen wir jetzt erstmal. Ich will jetzt erstmal den Aussichtspunkt machen. Damit ich hier Paris schön synchronisiere. Ich frage mich, ob wir irgendwann mal aus Paris rauskommen. So. 140 Meter. Den Boten töten. Ohne entdeckt zu werden. Welche Boten? Ach, ist der da dabei? Hallo? Na komm! Jetzt! Mach kaputt! Den Typen! Alter, warum killt jetzt der den Boten nicht? Ich glaube, ich spinne. Hä, das verstehe ich jetzt nicht. Warum hat er den Boten nicht gekillt? Das verstehe ich nicht. Tut mir leid, aber das habe ich jetzt nicht verstanden. Der Bote war doch da. Der ging da rum. Also irgendwie. Also, verstehe ich nicht. Ich wasche mich rein von Schuld. Das liegt am Spiel. Wenn der den Typen nicht killt. Hätte ich vielleicht den Boten zuerst töten sollen? Aber dann wären wir ja aufgefallen. Es ist ja unbemerkt. Gut, die anderen 2 hätten dann vielleicht auch nicht mehr lange gelebt, aber trotzdem. Na komm. Spring! Jetzt geht das wieder los. Wo ist offen? Da ist offen. So. Da ist der Punkt. Na komm, geh runter. Geh runter. So. Wir synchronisieren.
So, da wird. Und wir hüpfen da jetzt mal runter. Als nächstes machen wir, glaube ich, eine Schnellreise. Nach da hinten. Weil dann machen wir die Mission mit der Dame da nochmal. Können wir das? Ja, 20 Minuten ist die Folge lang. Gerade ungefähr. Also da können wir ja noch was machen. Wir haben ja Zeit. Die Schnellreise hat auch Zeit. Sie lässt sich zumindest welche. Ja. Da vorne ist die Frau. Und wir hüpfen da erstmal runter. So. Alter, what? Hat er den jetzt einfach abgestochen? Ich glaube, du bist ein Verräter. Zack, weg. Ist ja auch geil. Kann man ja mal machen, ne? So, dann schließen wir jetzt mal die Mission hier ab. Damit wir endlich, damit die da unten nicht mehr steht. So, wir müssen erstmal schauen, wo die hingeht. Okay, ja, komm, geh weiter, Junge. Mädel. Geh weiter. Mal kurz nach hinten schauen. Ja, da hinten haben mich die Wachen zuletzt gesehen. Jetzt sehen sie mich nicht mehr. Was, Verbündete werden angegriffen? Wo denn? Sehe ich nicht. Tut mir leid. Die wird doch nicht angegriffen. Naja. Also weiter da. Im Geschäft. Verbündete werden angegriffen. Wo denn? Also, irgendwie ein bisschen verpackt ist es noch. Also, Angriff ist für mich anders. Vor allem, wo wohnt die Tussi denn? Na? Wo wohnt sie? Sind wir jetzt bald da? Ja, lieber mal bei den Leuten hier bleiben. Nicht, dass wir hier noch entdeckt werden. Und dann ein Problem bekommen. Na, was guckt sie denn? Kann sie nicht schneller gehen? Boah, Mädel. Jetzt rennen sie auf einmal. Okay. Alter. Ja, komm weg da. Ja, weiter. So. Mein Gott, was ist sie denn für eine? Ah, komm weg da. Oh, der ist Stufe 3. Oh, schön weggemacht. Komm weiter. Mädel. Die hat das Schwert jetzt ernsthaft in ihren Rock reingesteckt. Verdient. Du und deinesgleichen. Die Nation wird deinesgleichen nicht vermissen. Tier. Na komm. Geh weiter. Auf welcher Seite stehst du? Der des Volkes oder der Toten? Sind das jetzt wieder solche Dinge? Sind das jetzt wieder solche Aggressoren? Ich bin aber gerade nicht geschützt. Das fällt mir gar nicht. Komm weg da. Ah, und weg. Oh, da kommen drei Leute.
Alter, lass die Frau in Ruhe. Einmal schön durch die Fresse durch von mir. So, komm weiter. Weiter. Milady. Und was jetzt dann bald? Ich loot den hier schnell nochmal. Rechnung. Erst auf die Rechnung. Pff, unfassbar. Wir haben eine Rechnung gefunden. Verticken wir für 4F. Boah, gerade das aber nicht einschläft, hey. Links oder rechts? Links oder rechts? Links? Rechts. Oh, da wird gerade einer beerdigt. Na, wo will sie? Sie will da rein. Okay, haben wir. Aufgabe abgeschlossen. Yes. 400F. Wir können diese Erinnerung mal bewerten. Ja. War ganz gut. Vielleicht irgendwie noch ein bisschen verbuggt. Teilweise, was weiß ich. So. Jetzt aber würde ich sagen, verabschiede. Ja, hallo. Aufpassen. Die jungen Wilden. So, jetzt verabschiede ich mich aber hier an dieser Stelle von euch. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.